Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für schnelle Zitronen-Joghurt-Muffins mit einem leckeren Zuckerguss. Dafür vermischen wir zunächst alle trockenen Zutaten miteinander, einen gehäuften Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und 250 Gramm Mehl mit einem Löffel kurz verrühren und dann zur Seite stellen. Als nächstes eine große Rührschüssel hernehmen, drei Eier hineingeben, außerdem 100 Gramm Zucker sowie ein Päckchen Vanillezucker dazugeben. Zum Schluss kommt noch der Abrieb von einer unbehandelten Bio-Zitrone dazu. Und wenn das erledigt ist, Eier und Zucker mit einem Mixer schaumig aufschlagen und für etwa 1 bis 2 Minuten miteinander verquirlen. Danach kommen die restlichen Zutaten dazu, das Mehl-Backpulver-Gemisch, 200 Gramm Joghurt, ich habe hier Joghurt mit einem Fettgehalt von 3,5% verwendet, ebenfalls in die Rührschüssel geben und zum Schluss kommt noch 150 Gramm geschmolzene Butter dazu, die habe ich kurz auf dem Herd erwärmt und zum Schmelzen gebracht, anschließend alles kurz mit einem Mixer verquirlen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und ein glatter Teig daraus entstanden ist. Wenn das erledigt ist, eine Muffinform bzw. ein Muffinblech mit 12 Mulden mit Papierförmchen auskleiden. Alternativ könnt ihr die Form auch mit etwas Butter einfetten. Dann den Muffinteig gleichmäßig auf die 12 Mulden verteilen. Dafür könnt ihr einen Eisportionierer verwenden oder einfach einen Esslöffel. Und so kommt das Muffinblech dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft für etwa 20 bis 25 Minuten, bis die Muffins goldbraun und schön aufgegangen sind. Währenddessen kümmern wir uns um den Zitronenzuckerguss. Dafür als erstes die Zitrone mit einer Saftpresse auspressen, dann 125 Gramm Puderzucker in eine kleine Schüssel geben, nach und nach ein wenig Zitronensaft zum Puderzucker gießen, alles miteinander verrühren und so lange abstimmen, bis daraus ein zähflüssiger Zuckerguss entstanden ist. Nach etwa 20 Minuten sollten die Muffins dann fertig sein. Jetzt das Muffinblech aus dem Ofen holen, die Muffins anschließend abkühlen lassen und sobald sie abgekühlt sind, können wir sie mit dem Zuckerguss verzieren. Einfach kopfüber ein paar Mal im Zuckerguss wenden, anschließend auf ein Gitter stellen und zum Schluss zusätzlich nochmal etwas Zitronenschale von einer unbehandelten Zitrone drüber reiben. Danach sind die Zitronen-Joghurt-Muffins fertig. Jetzt können wir sie servieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.